Ja, eine allgemeine Einführung zu TISA sprengt jetzt vielleicht den Rahmen. Ich werde ein paar Aspekte nennen. Martin als ebenso Gewerkschaftskollege wird ebenso den gewerkschaftlichen Aspekt natürlich betonen. Ich mehr aus der internationalen Sicht. Public Services International, die internationale der öffentlichen Dienste, ist eine globale Gewerkschaftsföderation, die eben die Gewerkschaften, 650 Gewerkschaften auf der Welt mit 20 Millionen Mitgliedern vertritt. Und öffentliche Dienste heißt für uns Gesundheitsversorgung, Sozialdienste, wie nennen wir das, Utility, also diese Grundversorgung in Wasser, Energie, Gas, Abwässer, Umweltschutz, kommunale Dienste, öffentliche Verwaltung. Für Bildung gibt es eine eigene Gewerkschaftsföderation, mit denen wir kooperieren. Warum beschäftigen wir uns mit TISA als eine Gewerkschaftsföderation? Das möchte ich gerne besonders betonen in den Einführungsworten, auf die ich mich jetzt im Folgenden beziehe. Warum tun wir das als Gewerkschaft? Zunächst vorweg, TISA, Trade in Services Agreement, also eine Vereinbarung über den Handel von Dienstleistungen, deckt viel mehr ab als Handel und viel mehr als Dienstleistung. Der Name ist bereits Betrug. Das klarzumachen, wird ansetzen an der Frage, die wir vorher hatten, wie können wir überhaupt noch mobilisieren in der Zukunft gegen diese internationalen Freihandelsabkommen. Zunächst ein paar ganz grundsätzliche Überlegungen. Alle beteiligten Regierungen, das sind 50, die zurzeit diese globale Vereinbarung verhandeln, alle beteiligten Regierungen müssen diese Texte offenlegen. Sie müssen ihren Gesellschaften gestatten, der Zivilgesellschaft ebenso wie den gewählten parlamentarischen Vertretern, offen Pro und Contra zu diskutieren. Und schließlich, das hatten wir in der vorherigen Runde, absolut unakzeptabel für uns und nicht nur für uns, das ist die breite öffentliche Meinung, ist die Maßgabe, dass Investoren, Staaten, gewählte Vertreter ihrer Bevölkerung vor geheimen Schiedsgerichten verklagen können. Das ist grundsätzlich und absolut inakzeptabel. Und wie wir an diesem Beispiel schon sehen, hat mit Handel nichts zu tun. Hier wird Demokratie grundsätzlich ausgehebelt. Das ist der entscheidende Punkt. Ein Angriff auf Prinzipien der Demokratie. In einer unserer Veröffentlichungen haben wir geschrieben, dass dieses TISA-Abkommen in vielen Bereichen so etwas darstellen wird wie eine neue Verfassung von Staaten, die den Regierungen Handlungen aufzwingt, und zwar auch für die Zukunft. Regierungen, die noch gar nicht gewählt sind. Und das müssen wir im Detail etwas näher diskutieren. Jetzt möchte ich auf den Themenbereich öffentliche Dienste speziell zu sprechen kommen. Die Internationale der öffentlichen Dienste ist überzeugt, dass öffentliche Dienstleistungen, die die Gesellschaft braucht, in kein Handelsabkommen gehören. Grundsätzlich nicht. Sie dürfen in keinem Handelsabkommen verhandelt werden. Und diese Position, die wir haben, wird unterstützt vom Europäischen Gewerkschaftsbund und vom AFL-CIO, dem Gewerkschaftsbund der Vereinigten Staaten, die in einer gemeinsamen Erklärung diese Position gegenüber den G20-Regierungen vertreten haben. Öffentliche Dienste gehören in kein Handelsabkommen. Warum? Weil nur reiche Menschen sich einen Staat leisten können, indem sie die Dienstleistungen, die sie brauchen, kaufen können. Für Sie spielt es keine Rolle, ob eine Dienstleistung privatisiert oder sich in öffentlicher Hand befindet. Das Ziel von TISA ist natürlich die Privatisierung von öffentlichen Diensten, den Zugang von Privatkonzernen zu diesen Diensten. Das können sich nur die Reichen leisten. Der Markt hat kein Interesse daran, dass zum Beispiel Mietpreisbremsen von demokratisch gewählten Vertretern beschlossen werden. Der Markt hat kein Interesse an Arbeitsschutz, an Umweltschutz, an Verbraucherschutz.
Und all diese Fragen werden von TISA behandelt. Was ist das Problem bei der Privatisierung öffentlicher Dienste, für die wir zuständig sind? Unsere Mitgliedsgewerkschaften in über 150 Ländern der Welt teilen uns mit praktisch jeden Tag, dass der freie Markt für öffentliche Dienste, die sich also nicht mehr in öffentlicher Hand befinden, kein sauberes Wasser bereithält, keine Energie für die Armen, weder Bildung noch öffentliches Transportwesen noch die Gesundheitsversorgung, sondern für die, die bezahlen können. Und unsere grundsätzliche politische Haltung ist, dass öffentliche Dienste dieser Art, die zwingend notwendig sind für eine Gesellschaft, in öffentlicher Hand bleiben müssen und nicht privatisiert werden dürfen, genau aus diesen Gründen eben. Und ich spreche über TISA. TISA hat genau die Absicht, diese Dienstleistungen den öffentlichen Händen sozusagen aus der Hand zu winden. Die Vertreter von TISA sagen, durch die Unterschrift unter diesen Vertrag wird kein Staat gezwungen zu privatisieren. TISA allerdings fördert die Privatisierung. Und TISA sieht vor, dass private Konzerne Entschädigungen verlangen können, beispielsweise, ich nenne jetzt hier als Beispiel nur einen einzigen Fall, wenn öffentliche Dienste aus Steuergeldern Förderung bekommen, dann argumentieren die Vertreter der privaten Konzerne, das sei ein Wettbewerbsnachteil für sie und das müsse durch Zahlungen an sie ausgeglichen werden. Wenn wir heute in der Lage sind, im öffentlichen Nahverkehr Zusatz oder in der Energieversorgung bei irgendwelchen Stadtwerken Einnahmen dazu zu verwenden, dass wir heute noch Bibliotheken finanzieren können oder Schwimmbäder oder spezielle Versorgung für Behinderte, dann ist das im Sinne von TISA ein Wettbewerbsnachteil, der diejenigen schlechter stellt, die diese Dienste privat anbieten möchten. Ja, gut. Ich könnte zu TISA eine ganze Reihe grundsätzlicher Sachen wie Negativliste und so weiter sagen. Soll ich das jetzt tun oder machen wir später in der Diskussion? Das machen wir später. Dann würde ich vielleicht nur noch einen Aspekt nennen, der speziell eine gewerkschaftliche Angelegenheit ist. Ich sitze ja hier als Gewerkschafter und als Bürger sowieso. TISA wird zur Überraschung vieler Auswirkungen haben auf Arbeitsmigranten. Was hat das mit Handel zu tun? TISA sieht vor, dass Menschen, die für ein ausländisches Dienstleistungsunternehmen tätig sind, in ein fremdes Land geschickt werden dürfen. Und dafür setzt TISA ganz bestimmte Regeln, nämlich nach der Dienstleistung, die sie vollbracht haben in dem Land, müssen sie danach das Land wieder verlassen. Als demokratisches Land haben wir bisher die Möglichkeit, selber zu entscheiden, oder unsere gewählten Vertreter, ob jemand Bleiberecht hat und so weiter und so weiter. Als Gewerkschaftsorganisation sind wir davon überzeugt, dass die internationalen Rechte von Arbeitnehmern, wenn international definiert werden sollen, dann allenfalls in der internationalen Arbeitsorganisation, wo Gewerkschaften mit am Tisch sitzen. Wie kann denn das Teil eines Handelsabkommens sein, den Aufenthalt, die Bleiberechte von Arbeitern und Arbeiterinnen zu bestimmen? Das ist TISA. Der Name TISA ist Betrug. Es handelt sich in weiten Bereichen um die Übernahme politischer Macht durch Konzerne. Ja, das als Einleitung, man kann über viele Details gleich noch sprechen, aber das ist unsere grundsätzliche Position. TISA muss bekämpft werden. Es windet uns Rechte aus der Hand, die uns zustehen, als Menschen, als Menschenrechte, als Arbeitnehmer. Und hat mit Handel nur am Rande zu tun. Es geht um Macht und um Maximalprofit, selbstverständlich. Diese beiden Dinge sind ja miteinander verbunden. Ich will dann selber noch zwei Ergänzungen machen. Jürgen hat eben einen ganz zentralen Punkt angesprochen, als er über die Arbeitsimmigranten gesprochen hat und darüber, dass es ja international eine Fülle von völkerrechtlich eigentlich verbindlichen Standards gibt in Form der Konvention der Internationalen Arbeitsorganisation International Labour Organization ILO in Genf. Und wir erleben jetzt nicht nur bei TISA, sondern im Grunde seit
den GATT-Verhandlungen und mit WTO-Gründung, dass immer wieder die Beschlüsse, die unter der Überschrift Freihandel gefasst werden, in Kollision geraten mit bestehenden internationalen Vereinbarungen, sei es zum Arbeitsschutz, zu Rechten von Beschäftigten, sei es internationale Umweltabkommen, Artenschutzabkommen. Und dass fast immer bisher die Freihandelsideologie obsiegt hat und man hier also konkurrierendes internationales Recht schafft, wobei dann die längst schon bestehenden Vereinbarungen, die ja in der Regel Schutzvereinbarungen sind, ne, für Menschen, Arbeitsschutz, Schutz vor Menschenrechtsverletzungen, Umweltschutz, den Kürzeren ziehen. Das Zweite, was ich noch sagen will, Jürgen hat vorhin gesagt, dass TISA jetzt das erste Mal der Versuch ist, öffentliche Dienstleistungen zu deregulieren, zu privatisieren. Da haben einige, habe ich gesehen, aufgemerkt, ich vermute warum. Es gibt mit Gründung der Welthandelsorganisation verbunden ein erstes internationales Abkommen zur Liberalisierung, immer in Anführungszeichen, von Dienstleistungen. Das war das sogenannte GATS, General Agreement Trade in Services. Da haben aber damals vor allem die Länder des Südens noch durchsetzen können, dass der Bereich der sogenannten öffentlichen Daseinsfürsorge, du hast sie alle genannt, ausgeklammert bleibt. Nur hat man damals gleichzeitig vereinbart, dass man dieses GATS-Abkommen laufend immer weiter fortschreibt und erweitert um alle möglichen Bereiche. Und ich erwähne das deswegen, weil nach den ersten kritischen Artikeln zu den TISA-Verhandlungen Ende April hier in der Taz die Linksfraktion ja eine Anfrage gestellt hat im Bundestag, worauf die Bundesregierung x-mal glatt gelogen hat in der Antwort, indem sie immer wieder behauptet, nein, bei TISA würde nicht über öffentliche Dienstleistungen und schon gar nicht über so sensible Bereiche wie Bildung, Gesundheit verhandelt, sondern das bewege sich alles im Rahmen des früheren GATS-Abkommens. Und dann sagt die Bundesregierung, so trickreich ist das, sie verschweigt, dass damals beim GATS öffentliche Dienstleistungen, die nicht kommerziell angebunden werden und auch nicht in Konkurrenz zu einem oder mehreren anderen Anbietern stehen, für solche galt die Ausnahme. Und auch nur für solche, wo die Regierung oder lokale Behörden keine Gebühren erheben. Das war 1995 schon nicht mehr 100% der Fall. Heute haben wir eine völlig veränderte Situation. Es gibt wahrscheinlich kein Segment mehr, keinen Sektor öffentlicher Dienstleistungen, wo wir nicht auch schon teilweise private Anbieter haben oder Gebühren zahlen müssen. Das heißt, diese Ausnahmeregel, die im GATS galt, ist heute völlig hinfällig. Und für die Bundesregierung sich hinzustellen und zu sagen, keine Sorge, wir machen ja nur dasselbe wie beim GATS, ist eine dreiste Lüge, sage ich. So, jetzt begrüße ich aber an dieser Stelle, hoffentlich etwas erholt, die Sanja Reitz-Smith, die eben aus Genf vermutlich eingeflogen ist. In Genf sitzt das Europäische Büro des Third World Network, also des Dritte Weltnetzwerkes, wie sie sich immer noch nennen, obwohl der Begriff ja inzwischen eigentlich überholt ist. Die haben ihre Weltzentrale in Malaysia und sie ist dort die Rechtsberaterin, die Legal Advisorin und Forscherin, führende Forscherin zu Fragen der Auswirkungen bilateraler oder regionaler oder multilateraler Handelsabkommen auf die Entwicklung in Ländern, vor allem in Ländern des Südens. Und das wird auch der Schwerpunkt Ihres Eingangsbeitrages sein, also die Auswirkungen auf Drittländer, vor allem die, die nicht an den Verhandlungen beteiligt sind. Jürgen hat vorhin gesagt, es sitzen da 50 Staaten hinter den verschlossenen Türen der australischen Botschaft in Genf. Das sind einmal die 28 EU-Staaten, dann sind es die EU und dann noch 21 andere, wovon die meisten die USA, die meisten anderen handverlesene schwache Staaten sind. You have your word. You got it all? He just gave a short introduction into what the problematic points are and now your term on what will be the effects or might be the effects. Go ahead.
Thank you very much. I'm so sorry I was late. I actually came on a late plane from Oslo, where we were also talking about TISA because of concerns in Norway about TISA. So as you know, services you can think of as everything you cannot drop on your foot. So water, electricity, education, healthcare. Also things like television broadcasting, advertising. And so, as you were saying, TISA is only 50 countries now, but the US has said they want to extend it to all WTO countries. That's 160 countries, including many developing countries. And it is being negotiated in secret. So what I'm saying today is based on the one leak we have had from WikiLeaks of the financial services text and news reports. So this trade and services agreement will be enforceable, we think, the way the WTO is, or a free trade agreement. So if the European Union joins it and then Germany doesn't comply, the German government, or the EU, I'm not sure which, could be sued at an international court, would lose, and would have some kind of trade sanctions until it changes its law to comply. So it's very enforceable compared to an ILO convention or a human rights convention. If you violate those, nothing happens. But we think if you violate this one, it's some kind of trade sanctions. Maybe on German service companies operating in the US, kick them out of America or something. So where this goes beyond the WTO, GATS services rules, and even beyond TTIP in some areas, we can look at. For example, in the WTO, the services rules are only really binding on the national government. So it's not really binding on the Berlin City Council, and you have provinces or regions, right? Not really binding on those. The national government has to try to make the Berlin City Council comply, but you know, if they don't comply, it doesn't really matter. But we think that TISA will be strictly binding on all levels of government. So that means the national government and the European Union is making commitments on behalf of all the municipalities in Germany, all the provincial governments of whatever political party, which may be different to the one in power at the national level. So, have they all been consulted? Do they know what's going on in the negotiations? Have they seen the text? Has every municipal government seen the text? Have they given their consent to be bound by TISA? I don't know. This is something that is new beyond the WTO rules and could have implications for many countries that have these subnational governments. So, of course, you heard about the dangers of services liberalisation, which is what TISA will do, which means opening service sectors to foreign companies, because it means, for example, that if you privatise something and you need to renationalise it, remunicipalise it, you cannot if you've locked it in by opening it in TISA. So your electricity companies that you remunicipalised at the local level because the prices were too high or they weren't using renewable energy, you could not do that if you had locked in electricity as an open sector for foreign companies in TISA. And there was some discussion of positive list versus negative list. This is another area where TISA goes beyond the WTO rules. In the WTO, it's positive list, which means you list the service sectors you want to open to allow foreign companies. If you list banks, then Citibank can come here and open a branch. If you don't list banks, no foreign banks can come in unless you voluntarily open. In TISA, it's the opposite for one of them. Market access, you can come in on a positive list basis, but once they are here, they are treated the same as locals on a negative list basis. It means they get the same treatment as local German companies for everything, unless you list it as an exception now, and all the other TISA countries have to agree to that exception, and you can't add any later. So all the new service sectors, like internet we didn't have how many years ago, automatically you have to give national treatment. So if you think about it in this financial crisis, I think you bailed out a bank, Commerzbank, when it had trouble, right? If you had to give national treatment in banking, you would have to bail out any foreign banks in Germany that had trouble. Any Greek banks, any Cyprus banks, any American banks that were in trouble, you equally have to bail them out because you have to treat the foreign the same as the local. That's the kind of thing national treatment means. The same for subsidies. If you subsidize Deutsche Post public pensions, you have to subsidize FedEx's pensions. National treatment, right? Treat the foreign the same as the local. So all of those you would need to negotiate exceptions for if you don't want to give that treatment to foreigners.
But there's more. So we think that in TISA there will be a standstill and a ratchet, which means it's one-way liberalisation. The government can open more sectors, but they can't go back and close it. So say you negotiate in TISA to open up 103 out of the 120 service sectors. And then a government comes in Germany who opens 10 more. So 113 sectors are opened. Then you have another government comes in who wants to close them back down to the 103 that you locked in TISA. They can't go backwards. You can only go to in the direction of more liberalisation. That's why they call it a ratchet. So there's a few other things that we think will be in TISA that may be relevant for Germany and, of course, also for developing countries. One is your state-owned enterprises. I think you call them publicly funded companies, public funded institutions, like Deutsche Post, Deutsche Bahn. Yes. Which used to be publicly funded, okay. Yeah. But so the definition is not clear what would be a state-owned enterprise. Is it where the government owns 51% or where the government has a golden controlling voting share or something? But we think that there may be disciplines on the government, restrictions on the government assistance to state-owned enterprises in TISA, because the US doesn't like Chinese state-owned companies and China is trying to join TISA. And the American companies say, we cannot compete with the Chinese state-owned companies who get government assistance in the form of cheaper loans or cheaper land or something. So if they put those disciplines in TISA, the way they are in the current US Trans-Pacific Partnership Agreement negotiations, in case China joins, then you will be collateral damage. And so they may have an exception, the way they are in the Trans-Pacific Partnership Agreement, for domestic services, because otherwise your public hospitals, your public schools, your public universities, they're all government funded. What, no more government funding? So the negotiators realized, oh, we need an exception for that. But that's only domestic services. Deutsche Post is not domestic. It sends letters around the world. So those public pension subsidies, still not possible. And other, for example, Airbus. It's not domestic services, it's manufacturing, right? They get subsidies. Would they be allowed under TISA? It depends if Airbus is considered state-owned, right? You know, how many voting shares do the various European governments have to qualify? Which one is it? Airbus. The Airbus. Airbus, der Flugzeughersteller. Yeah. So if that is state-owned, could you continue to subsidize it? If you can't subsidize it, what happens to the jobs and so on? Excuse me, to clarify that, why would Airbus fall under trade and services? It's a manufacturing. That's true. So I was thinking of the TPP, which is a full free trade agreement in terms of disciplines on SOEs, but if they only discipline services SOEs, you're right, then only services SOEs that are exporting. Okay. So Deutsche Post, Deutsche Bahn, if the trains go outside Germany. They do. There you go. If you have German airlines anymore, no, right? Airports, if the airports are state-owned, ports, those kinds of things are services, but they're not purely domestic. But the bus service within Berlin, that would be domestic. So that would be safe. You could still subsidize it. Yeah, you're right, services. So the last issue I wanted to cover for that might be relevant here is the financial services leak. So WikiLeaks leaked this a few months ago now. And I was quite surprised to see some things in there that looked to me like they could undermine the good financial re-regulation you have done since the financial crisis here in Germany. Because one of the things you did was you banned naked short selling, that particular type of trading, right, that has been causing some problems in the financial crisis. This, I think, would not be allowed under TISA unless you get an exception that all the TISA countries agree to. And even then, you might be caught. Because if naked short selling is a financial service, then there is actually a European Union proposal that you cannot ban these financial services, these new financial services, unless it's for a prudential reason. And then the prudential reason has been agreed that it has one of these circular definitions. You can't use a prudential defense or exception to avoid your obligations. So then what's the point? Could you explain that, what that is? Yes. So this again is copying from the WTO rules, GATS, which says, yes, you can do financial regulation if it is for prudential reasons. But you cannot call it prudential if you're using it as an excuse
to avoid the rules, as a way of avoiding the rules that say you can't do financial regulation. So the lawyers around the world have looked at this, and the law professors disagree. Some think it's a useless defence, it doesn't work. Some think it might work. It's never been tested. But that's the one that is copied into the leaked financial services text. And that has been agreed by all the TISA countries, that flawed prudential defence. So, would the German government agree to remove its ban on naked short selling if it is a financial service and it doesn't satisfy the defence? The second one that I know that you did, and all I know about German laws and policies is reading US government reports, and one of the other things they said that you did was, in 2013, you have a new law saying that you have to separate out the risky trading from the deposit-taking part of the bank, so that the banks cannot gamble ordinary citizens' deposits on the stock market and lose them. This is a very sensible proposal. The US did it after the depression of the 1930s. It's called a firewall, or Glass-Steagall, it was named in the US. Again, it's not clear you could get an exception for this in TISA. And if you're relying on the prudential defence that we talked about for this, the WTO has already said that these kinds of firewalls separating the two types of banking probably would not satisfy the prudential defence, because it can be seen as a way of keeping out the banks who like to mix up all the money. So it's a barrier to market access, so not prudential. Even though you did it for prudential reasons, it has a market access barrier effect, so doesn't may not qualify as prudential. So if that's the case, have the German finance regulators, the German parliament all agreed to give this up in TISA? Really? Because, I mean, this is the EU proposal on your behalf. So I was quite surprised that this new law from 1 year ago, you've already agreed to give up. But that's what it looks like when you see the text, when you know that how these things can be interpreted. At least that's what I think. And then, of course, if you combine this with TTIP, which I think you've been talking about, TTIP, for example, may prevent you from having a Tobin tax, a financial transactions tax, because the investment chapter usually requires free movement of capital. So your financial regulation can be hit from multiple sides. And the last part in the financial services leak was that the US is proposing that your sensitive financial data of German citizens, like, you know, how much is in your bank account, can be stored in the US, where we know the US government, thanks to Edward Snowden, we know the NSA goes and downloads it on a memory stick and they can sell the data to advertisers with no privacy safeguards. That is the US proposal in TISA, even after Snowden. They have no shame. Despite the new EU data directive plans and everything, they still want sensitive data of all EU citizens to flow to the US where they can download it, at least for finance. That's the one that's leaked, so that's the one we know. And I guess you probably talked about certification when you were doing TTIP? No? Okay, never mind. We can discuss that, because that definitely applies to TTIP, will probably apply to TISA and would make it worse. It's a US process. We talked at length before you came about the secrecy surrounding all that and the lack of participation of the parliament. But let me ask you two more questions before we turn over to Martin. The one is, who is the pusher here, to your analysis? Is this more the European Union? Is this more the US? And in conjunction with that, why are countries like South Korea, Turkey, participating? I think you probably talked about Public Services International has a very good document about TISA. It might even be in German now, I think. Yeah. And they actually look at the history of how it started and how it was pushed by the multinational services companies. They wanted to be able to open bank branches in all kinds of countries to make more money. They weren't getting that through the WTO negotiations because they're a bit stuck, the Doha round. So they said, let's, the really good friends of services, really, that's what it's called, let's get together, a coalition of the willing, and have TISA for those countries who are willing to go further. Why are the developing countries there? I don't know. Some of them, like South Korea, already have a US free trade agreement. So maybe they think, we've agreed to it all already, nothing new. One country was in and came out, Singapore, but apparently they withdrew because they weren't getting enough market access, not for defensive reasons. But most developing countries are not there, because they recognise the risks to their policy space, to their ability to do financial regulation, to their ability to use services for local employment in affirmative action and so on. So
it's the rare developing country who is in there. And when you look at them, they are countries like Chile, who is an OECD member, has free trade agreements with so many countries. Mexico is the same. Costa Rica was very, under the last government, very willing to sign trade agreements and open up sectors. So Panama, tax haven. So it's a funny group of developing countries. It's not Brazil, India, South Africa. China is trying to join because they have apparently in their new economic plan they want to export more services. So they probably think they can through TISA. This brings me to my second question. You mentioned already that the US is very concerned about China joining because of the cheap competition. But why is the EU more favorable to the idea that China might join? Or is that a wrong perception? It seems to be that there was even a controversy between Washington and Brussels about China joining or not. Yeah, so I haven't been following closely, but all I know is that the EU wants this to be all WTO members. So they were trying to make it more palatable so that more countries could join. I think they want everybody in the tent. And of course that would help European Union companies to export services to China, but also face competition from Chinese companies to Europe. So I'm not sure of the underlying reason. Obviously, it seems like European multinationals and companies and governments are less concerned about overwhelming Chinese competition than the US companies and government is concerned. Is that correct? I actually also think that the US is probably trying to extract a high price for China's entry. That's typically what they do. If a country is trying to join a club that the US is in, like the WTO, and you're a late joining country, the WTO accession process, the US puts all kinds of demands, both trade and non-trade, non-economic. And the same for joining a US free trade agreement. You have to meet all these preconditions of all the trade policies you have that they don't like, that they've been attacking year after year that are legal under the WTO, but they don't like in their trade reports. So I suspect the US, just guessing, is trying to extract as high a price as they can. What is the laundry list of all the things they have ever wanted China to do? And say, China, okay, you have to fulfill all of these before you can join the club. Because that's the way the clubs work, like TISA. You can't come in until you get the permission of all the existing members, and they can set any conditions they like. It's law of the jungle. They could say, I want you to change your prime minister, I don't like the colour of his shirt. Can be anything. It doesn't have to be trade-related, doesn't have to be economic. And they just say, until you do it, I won't let you in. That's the way it works for the WTO, for TISA, for a free trade agreement. Thanks, Sanja, for the moment. Martin Beckmann von Verdi. Was wird bei Verdi und darüber hinaus, wenn du sagen kannst, im DGB hierzu diskutiert? Wir haben gehört von der Vereinbarung, die der Wirtschaftsminister Gabriel mit dem DGB-Vorsitzenden mit Blick auf TTIP getroffen hat. Das klingt sehr ambivalent, um es vorsichtig auszudrücken. Wie sieht das mit TISA aus? Ja, also wenn die Frage gestellt wird, und ich habe mir natürlich gedacht, dass die Frage gestellt wird, die muss gestellt werden, die passt mir insofern auch ganz gut in den Kram, weil wir natürlich tatsächlich, wir diskutieren hier nicht nur TISA, wir diskutieren über TTIP, TISA, CETA. Und das ist sozusagen, das gehört zusammen inhaltlich, ja. Und was diese Vereinbarung angeht, also da muss man, also wirklich, darf man irgendwie nicht einem wirtschaftsliberalen Redakteur der Süddeutschen Zeitung auf den Leim gehen. Diese Vereinbarung ist im März veröffentlicht worden, ja. Eine gemeinsame Zielvereinbarung vom Bundeswirtschaftsministerium und dem DGB. Die Vereinbarung ist wahrscheinlich nicht perfekt, aber die Vereinbarung hat viele wesentliche Positionen drin, die der DGB-Beschluss vom Mai hat, der sehr, sehr kritisch sich positioniert hat. Diese Veröffentlichung heute, dass gesagt wird, dass der DGB angeblich für die Freihandelsabkommen ist, entspricht nicht der Wahrheit. Und diese Veröffentlichung hat genau einen Grund. Am Samstag ist der SPD-Parteikonvent. Auf dem SPD-Parteikonvent gibt es mehrere kritische Anträge zu TTIP und CETA. Und damit sollen Delegierte verunsichert werden, dass der DGB angeblich abschwenkt. Ja, also da, um das mal klar zu machen. Und ich kann es gerne zitieren, in modernen Zeiten von Smartphones ist das ja alles möglich. Ja, also wie gesagt, die Gewerkschaften positionieren sich weiter kritisch. Das gilt für Verdi ohnehin, das gilt aber auch für die IG Metall. Also die hat heute nämlich eine Pressemitteilung rausgegeben, sicherlich auch in Reaktion auf diese Veröffentlichung. Da heißt es, wird halt der IG Metall-Vorsitzende Detlef Wetzel zitiert, Freihandelsabkommen dürfen weder Arbeitnehmer noch Verbraucherschutz, Sozial- und Umweltstandards gefährden, sagt Wetzel.
Wir lehnen jede Art von Investitionsschutzabkommen ab und erwarten, dass alle ILO-Kernarbeitsnormen von der US-Seite unterzeichnet werden. Ist auch nur einer dieser Punkte zweifelhaft, sagt die IG Metall Nein zu den TTIP- und CETA-Verhandlungen. Es genüge nicht, wenn versichert werde, Arbeits- und Sozialstandards seien nicht Gegenstand der Verhandlungen, sie stünden nicht zur Disposition und es dürfen keine Verschlechterungen geben. Fakt ist, Handelsliberalisierung führt zu mehr Wettbewerbsdruck, auch und gerade auf Arbeits- und Sozialstandards. Die IG Metall erwartet, dass die Bundesregierung den aktuellen Entwurf zum Handelsabkommen CETA mit Kanada ablehnt und dies auch auf EU-Ebene durchsetzt. Also ich glaube, wie die Gewerkschaften sich positionieren, sollte damit, glaube ich, klarer sein. Jetzt gibt es aber trotzdem eine kritische Zwischenfrage von der viel kundigeren Kollegin Ulrike Hammann. Bitte. Tut mir leid, dass ich mich hier einschalten muss, aber ich arbeite ja eigentlich im Hauptberuf als Journalistin und auch genau zu diesen Themen. Und wenn es so wäre, dass der DGB in der Süddeutschen Zeitung falsch zitiert ist, was die ja jetzt sagen, dann würde ich erwarten, dass der DGB am nächsten Tag eine Pressemitteilung macht und sagt, er sei falsch zitiert worden. Das genau ist aber nicht passiert, dass die IG Metall, Herr Wetzel, jetzt sagt er, wir sehen das anders als der DGB. Das verwundert ja keinen, weil Herr Wetzel das vorher ja auch schon gesagt hat, dass er gegen TTIP ist. Also sozusagen, was man doch jetzt als Journalist feststellt, ist, der DGB macht eine eigene Politik. Es ist aber nicht so, dass die jetzt sagen könnten, der DGB in Form von Herrn Hoffmann sei noch gegen TTIP. Da finde ich, verwirren Sie hier so ein bisschen das Publikum, um das mal hart zu sagen. Und also, was man vielleicht noch sagen sollte, was die Sache natürlich ein bisschen bekannt macht, Herr Hoffmann war ja 16 Jahre lang in Brüssel und hat natürlich sehr stark diese EU-Sicht auf Dinge. Also ich als Journalistin würde schreiben, Gewerkschaften streiten sich. Ich würde die Kritik am DGB würde ich teilen. Aber ich würde sagen, dass es wichtig ist, dass für die gewerkschaftliche Positionierung, die wirkungsmächtig wird, ist, glaube ich, auch zentral, was die großen Einzelgewerkschaften wollen. Das ist, denke ich, entscheidend. Und wenn IG Metall und Verdi da sich abstimmen können, dann ist das die gewerkschaftliche Position. Dann können wir gerne kritisch darüber diskutieren, was Herr Hoffmann denkt. Aber ich glaube, für die gewerkschaftliche Positionierung ist das das Entscheidende, was die beiden großen Einzelgewerkschaften wollen. Ja, da müsste ich jetzt nochmal mit unserer Presseabteilung reden, aber eigentlich wären wir da in der Pflicht, uns mindestens genauso zu positionieren wie die IG Metall. Also von Verdi-Seite gibt es eigentlich keine Hemmnisse und keine Bedenken. Ich sag mal, diese kritische Positionierung auf dem DGB-Bundeskongress zum Thema Freihandelsabkommen ist wesentlich von Verdi gepusht worden. Und dass der DGB sich jetzt auch kritisch zu CETA positioniert, ist auch stark von Verdi in den internen Gremien gepusht worden. Ja, genau. Das war ja jetzt erstmal alles nur zur Pressemitteilung und der aktuellen Tagesaktdiskussion. Eigentlich wollte ich auch noch was zu TISA sagen, genau. Das war exzellent, wirklich, was Sanja da gesagt hat, hat man nochmal viel gelernt. Und viele Sachen sind aber sicherlich auch Positionen, die uns wichtig sind, die wir auch in Orientierung an die PSI-Positionen halt auch formuliert haben. Also etwa die Kritik an diesen Sperr- und Stillstandsklauseln, die möglicherweise halt Rekommunalisierung verhindern. Generell die Kritik, betrifft jetzt auch nicht nur TISA, sondern das betrifft generell Freihandelsabkommen, dass auch wir klar sagen, öffentliche Dienstleistungen haben in diesen Abkommen nichts verloren. Und da sind halt in der Tat die Aussagen, wie sie von der Bundesregierung getätigt wurden in der Antwort auf die Linke oder auch von Herrn Gabriel in Fernsehinterviews, dass die öffentliche Daseinsvorsorge nicht Gegenstand der Verhandlung sei, das stimmt schlicht und einfach nicht. Es wird über alle möglichen Dienstleistungsbereiche verhandelt. Und wenn man sich die Liberalisierungsangebote, die die EU unterbreitet hat, ja, dann stimmt es, dass sie bestimmte Bereiche ausschließen wollen, ja, also öffentlich finanzierte Bildung, öffentlich finanzierte Gesundheit, öffentliche Wasserversorgung. Es gibt aber relevante Bereiche der Daseinsvorsorge, also zum Beispiel Abwasserentsorgung oder Abfallwirtschaft, wo die EU explizit Liberalisierungsangebote unterbreitet. Ja? Also von daher kann da keine Rede von sein, dass die Daseinsvorsorge nicht Gegenstand der Verhandlung ist. Und was von der amerikanischen Seite kommt, ist natürlich dann nochmal eine andere Frage. Und interessant fand ich die Ausführung zum Thema Finanzdienstleistung in TISA. Und wer ist da Treiber? Interessant ist ja, dass im TTIP die
EU eigentlich ein ganz, ganz großes Interesse hat, auch über Finanzdienstleistungen zu verhandeln, dass es aber nicht geschieht, weil die Amerikaner das blockieren, weil die USA durchaus wahrscheinlich auch mit gutem Grund sagen, wir haben hier eine der paar Erfolge, die die Obama-Regierung für sich reklamieren kann. Sie haben im Anschluss an die Finanzmarktkrise einige Regulierungen durchgesetzt und die EU ist eigentlich sehr viel stärker ein Pusher zugunsten halt von weiterer Finanzmarktliberalisierung. Und da sind sicherlich auch, dass Deutschland so wahnsinnig toll reguliert hätte den Finanzmarkt nach der Krise, würde ich so nicht unterschreiben. Ja, die Leerverkäufe wurden verboten, okay. Viel weitere Beispiele würden mir jetzt aber auch fast nicht einfallen. Aber in der Tat, das, was da jetzt in dem geleakten Dokument vorgelegt wird, da heißt es dann etwa, dass ähnlich wie im WTO-Übereinkommen die EU will, dass prinzipiell jede neue Finanzdienstleistung angeboten werden darf. Und ich meine, was ist denn das bitte schön für eine Position vor dem Hintergrund der Finanzkrise, ja? Dass diese ganzen toxischen Finanzprodukte, die uns irgendwie um die Ohren geflogen sind, ja, das wird mit Teaser sozusagen legalisiert. Also das kann nicht sein. Es gibt noch weitere Punkte, die ich ansprechen kann, aber das kann ich ja später auch noch machen. Ich will nur eine Fußnote und dann ist Jürgen dran. Eine Fußnote machen, weil du gesagt hast, die Bundesregierung habe so eine bestimmte Negativliste aufgestellt. Du hast dann auch öffentlich finanzierte Gesundheit genannt. Selbst da bin ich mir nicht sicher, aus folgendem Grunde. Der oder die Autorin der Anfrage der Linksfraktion haben ja irgendwo unter Frage 33 oder so hinterfotzig mal gefragt, stellen wir uns mal, nehmen wir mal an, es gäbe das TISA-Abkommen, hätte es vor 2 Jahren schon gegeben. Hätte dann die Obama-Administration noch ihre Gesundheitsreform machen können? Und da hätte die Bundesregierung ja ganz klar antworten können, Frage ist null und nichtig, weil über Gesundheitsfragen wird nicht verhandelt. Was sagt sie stattdessen? Sie sagt, das kann sie nicht einschätzen, ob die Obama-Regierung das noch hätte machen können und im Übrigen wolle sie sich nicht einmischen in die amerikanische Innenpolitik. Was im Klartext ein klares Ja ist, es wird über Gesundheit verhandelt. Jürgen. Ich würde gerne für euch alle, die ihr vielleicht mit den Details nicht so vertraut seid, noch mal ein paar Dinge hinzufügen als Grundinformation, was TISA ist und was es bedeutet. Wir haben schon gesagt, es verhandeln 50 Regierungen. Das sind die OECD-Staaten, das heißt die wirtschaftlich stärksten Staaten in der Welt. Die repräsentieren etwa 60% des globalen Handels mit Dienstleistungen, heute bereits. Die hinzukommenden kleineren Staaten, Mexiko, Costa Rica, Panama und einige andere, die vorhin schon erwähnt wurden, die BRICS-Staaten sind alle nicht dabei. Brasilien, Russland, Indien, Südafrika, China. Diese 5 BRICS-Staaten sind bisher nicht dabei. Das ist ein wesentliches Detail, was man näher diskutieren muss, warum nicht, welche Konsequenzen das hat. Aber diese OECD-Staaten repräsentieren etwa 60% des heutigen globalen Handels mit Dienstleistungen. Alle anderen von diesen 50 Staaten repräsentieren weitere 6%. Das sagt uns ein wenig über die Machtverhältnisse. Ja? Es ist vielleicht ein wichtiges Detail, um einschätzen zu können, wer da welche Interessen vertritt und wer da pusht. Dann würde ich gerne noch etwas sagen zu dieser Negativliste. Sanja hat darauf kurz Bezug genommen. Ich möchte die Negativliste ein bisschen näher erklären, weil es Konsequenzen hat für das, was ich eingangs gesagt habe über Demokratie. Bisher war in den Verhandlungen der Welthandelsorganisation WTO in Genf es üblich, das hat Sanja gesagt, eine sogenannte Positivliste zu verwenden bei Verhandlungen über Handelsabkommen. Das bedeutet, jede teilnehmende Regierung musste sagen, wir bieten freien Handel an in diesem und diesem und diesem Sektor. Ja, konkret genannt, positiv auf eine Liste gesetzt, auf welchen Sektoren gehandelt werden darf nach Vorschlag der beteiligten Regierung. Die Negativliste ist eine Umkehrung dieses Prinzips. Es bedeutet, dass alles, was nicht ausdrücklich ausgeschlossen wurde bei den Verhandlungen, automatisch dem Freihandel unterliegt. Das heißt, eine Regierung kann heute nur sagen, wir möchten diesen Bereich ausnehmen
Und jeder Bereich, der nicht ausdrücklich ausgenommen wurde, ist automatisch ein Objekt des Freihandels. Das hat mehrere Konsequenzen. Wir wissen bereits aus der praktischen Erfahrung, dass gewisse Fehler, es gibt dieses kanadische Beispiel über Kraftfahrzeugversicherungen und so weiter, also ich will in dieses Detail nicht näher gehen. Manchmal kommt es vor, dass Regierungen durch simple kleine menschliche Fehler die volle Konsequenz irgendeiner ausgenommenen Handelssektors nicht übersehen hat und durch ein Versehen irgendetwas nicht erwähnt wurde. Zu spät, es wird damit Teil von TISA. Die weitere Konsequenz, und da ist das Demokratiedefizit, bedeutet das, dass wenn etwas nicht ausdrücklich ausgenommen wurde aus diesen Verhandlungen, dann sind auch, also sagen wir haben heute eine neoliberale Regierung in unserem Land. Ja, die hat eine bestimmte Politikvorstellung über freien Handel. Und deswegen hat sie eine restriktive Politik und sagt, wir machen kaum Ausnahmen. Eigentlich soll alles frei verhandelt werden. Diese Tatsache bindet für alle zukünftigen Zeiten auch andere Regierungen. Das heißt, wenn wir die jetzige Regierung abwählen würden und würden als Bürger ganz bewusst eine wählen, die öffentliche Grundversorgung sichert, die zum Beispiel sagen würde, Energie- und Wasserversorgung für die Ärmsten der Armen muss garantiert werden, unabhängig davon, ob einer reich oder arm ist. Das würde nach TISA nicht mehr gehen. Eine zukünftige Regierung, egal wen wir wählen, wird gebunden sein. Und deswegen habe ich gesagt, TISA wird in bestimmten Bereichen so etwas wie eine Verfassung für Staaten darstellen, weil sie Regierungshandeln auch in der Zukunft binden wird. Es gibt natürlich noch eine dritte Konsequenz, wenn ich die erwähnen kann. Stellen wir uns mal vor, in 10 Jahren entsteht eine neue Dienstleistung, von der wir heute noch überhaupt keine Ahnung haben. Dann würde die automatisch mit unter das Abkommen fallen. Und der Vertreter unserer Schweizer Mitgliedsgewerkschaft hat dieses Beispiel bei uns auf einer Konferenz vorgetragen und hat gesagt, stellt euch mal vor, TISA wäre, und dann hat er so mehrere Etappen gebildet, im Jahre X und dann in dem Jahr und in dem Jahr und in dem Jahr bereits abgeschlossen gewesen, dann würden folgende Dienstleistungen, die es damals noch gar nicht gab, heute in dieser Weise behandelt. Das hat er an verschiedenen konkreten Beispielen. Stellt euch mal vor, es gab noch gar kein Telefon. Ja? Oder es gab, ich habe, glaube ich, zum ersten Mal ein Handy benutzt, 98 oder so. Ja? Also ist noch gar nicht so furchtbar lange her. In den 80er Jahren haben wir angefangen mit Computern, Internet zur Benutzung. Ja? Auch in Zukunft werden diese Dinge, die für die Gesellschaft von großer Bedeutung sind, Informationsaustausch, das wird sich immer weiterentwickeln. Wir wissen gar nicht, welche Dienstleistungen in Zukunft noch von Interesse für die Gesellschaft sein werden. Durch die Einführung der Negativliste, dadurch, dass also ein solcher Bereich nicht ausdrücklich ausgenommen wurde vom freien Handel, steht das alles in Zukunft den privaten Konzernen zur Verfügung. Und eine von uns gewählte neue Regierung kann daran nichts mehr ändern. Das ist eine fundamentale Machtfrage. Es geht hier um viel mehr als um Handel. Ich denke, das müssen wir wissen und das müssen wir auf die richtige Weise der Bevölkerung erklären, wenn wir mobilisieren wollen gegen solche Abkommen. Da die Sache im Detail außerordentlich kompliziert ist, müssen wir politisch argumentieren, auf eine Weise, die jeder versteht. Es wurde erwähnt, dass es 2 weitere Bestimmungen gibt im TISA-Abkommen, die garantieren, dass wenn eine privatisierte, sagen wir mal, wir haben in Berlin bis vor gar nicht langer Zeit waren, glaube ich, 51% der Wasserversorgung privatisiert. Die Berliner haben entschieden, es zu rekommunalisieren. Das ist nach TISA nicht mehr möglich. Wenn einmal privatisiert wurde, ist das nicht mehr rückgängig zu machen. Auch das ist eine prinzipielle Frage der Demokratie. Welche Politiker haben wir denn die Macht zu wählen und die dann in unserem Sinne entscheiden? Weil einmal ein solches Abkommen unterschrieben wurde, dürfen die das nicht mehr. Das sind die Konsequenzen. Selbst wenn eine Regierung versuchsweise einen bestimmten Dienst nur in Teilbereichen und ausdrücklich versuchsweise versucht, über private Anbieter anzubieten an die Bevölkerung, sobald der Versuch gemacht ist, und sei es nur probeweise, ist das nach TISA bindend. Und der letzte äußerst wichtige Punkt, den ich nach meiner Meinung der sehr wichtig ist, den ich noch erwähnen möchte, TISA ist ja bisher geheim. Was wir wissen,
sind Teile von dieser. WikiLeaks hat etwas veröffentlicht. Dann haben unsere Autoren unserer Studie, die haben Gespräche geführt mit Verhandlungsführern aus verschiedenen Regierungen. Die sind die ganzen Unterlagen durchgegangen aus Regierungsveröffentlichungen und haben daraus ihre Schlüsse gezogen. Eine der entscheidenden Punkte, auf den unsere Studie aufmerksam macht, ist das Prinzip des größten gemeinsamen Nenners, wie man es nennt. Wir kennen das Prinzip des kleinsten gemeinsamen Nenners, auf den man sich einigt, üblicherweise in multilateralen Verhandlungen. Hier strebt man das Prinzip des größten gemeinsamen Nenners an. Das bedeutet Folgendes. Ulrike hat vorhin gesagt, es gibt 3200 bilaterale Freihandelsabkommen bisher. Investitionsschutzabkommen. Investitionsschutzabkommen. Die alleine die EU-Staaten haben über 2000 meines Wissens abgeschlossen bisher. Bilateral mit allen möglichen Partnern. Untereinander und mit Außenpartnern. Das Prinzip des größten gemeinsamen Nenners bedeutet, dass erwartet wird, dass in das TISA-Abkommen aufgenommen wird, das Maximale, was bisher in irgendeinem Abkommen irgendwo auf der Welt von diesen beteiligten 50 Staaten abgeschlossen wurde. Die maximale Freiheit von Investitionen und von Handel, die bisher in irgendeinem Vertrag festgelegt wurde, soll darstellen die Basis für das, was in TISA steht. Das heißt also auch zur Erläuterung, wenn Bolivien mit Nicaragua bilateral was abgemacht hat, müssen Sie mit dem Standard jetzt in TISA. So, und das Ziel ist, dass dieses die Basis darstellt und man versucht, an Liberalität darüber hinauszugehen. Ja, ich muss gleich aus unserer Broschüre die entsprechende Stelle suchen. Da werden drei entscheidende Beispiele genannt, was das bedeutet, an praktischen Beispielen. Ich muss es gleich eben suchen. Aber das hat entscheidende Konsequenzen für uns. Ja, diese Politik des größten gemeinsamen Nenners. Die maximal mögliche Freihandelsprinzip soll sich in TISA durchsetzen. TISA, wie ich schon sagte, wird von 50 Staaten verhandelt. Nicht von der Welthandelsorganisation. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass man versuchen wird, davon geht unsere Studie aus, dieses Abkommen, wenn es zwischen den 50 Staaten verhandelt wurde, auf die Welthandelsorganisation, auf alle Teilnehmerstaaten auszudehnen. Es soll bindend werden für alle. Die Autoren unserer Studie sagen, es sei nicht Sie seien als Fachleute nicht sicher, ob das gelingen werde, ob das mit manchen Regeln der Welthandelsorganisation in Übereinstimmung zu bringen sei. Aber das entscheidende Gewicht von TISA ist, dass diese OECD-Länder, die 60% des Handels bereits abdecken, plus einiger weitere, eine solche Definitionsmacht in der Praxis, im praktischen Handel auf der Welt darstellen werden, dass selbst wenn es in der WTO nicht übernommen wird, es die Normen setzen wird für die Zukunft. Da liegt das große Risiko. Danke, Jürgen. Salja. Just to add to some of the discussion about whether public services have in fact been excluded and successfully from TISA, I was looking at the work of one of the services law professors who is expert in this field, and she was saying that, for example, what does it mean to exclude water services? In trade terms, each service is a kind of a different sector, right? So the whole process of water, from the start of collecting it until you turn on your tap and you drink it, is many different sectors. So there is water infrastructure, sanitation, water distribution, water treatment, purification, storage, monitoring, construction, distribution, consultants, testing, pipeline, logistics, engineering, billing. This is just the example for water. So have all of those been excluded from TISA? Then we can do the same exercise for health, the same exercise for electricity and education. It's very easy to make mistakes. And we know that even the US government made a mistake when they were negotiating their services commitments at the WTO. It's a very famous case. They thought that they excluded gambling. They did not want to open gambling. But the way you describe it in these service sectors is a very broad term. And basically, the US government lawyers had to decide if they thought that gambling was sport or non-sport.
They said, okay, we think gambling is sport. So we're not going to open sport, then we don't open gambling. And they got sued by Antigua and Barbuda at the WTO, and they lost. The WTO court said that actually gambling is non-sport. So you have opened it. And because you haven't, you promised to open it at the WTO and you haven't opened it in practice, so they got sued and they lost. So even the US government makes lawyers make mistakes, even when it's positive list. It's very easy to make mistakes. We see many countries make mistakes. And so, for example, here in Germany, I don't know if you have a requirement that the television stations have to show a certain number of hours a day of German programs? No. Noah? German anyway. No, but I mean like German-made programs. No. So it could be 100%, 24 hours a day, Hollywood, that's fine. Yeah. Okay, fine. All right. Because there's an example of New Zealand who tried to introduce that and couldn't because they had locked it open, a previous government. And just going back to what you were saying about who is driving this and the PSI book, which I think some of you have, that green TISA book. Yeah. So that has the story. That one, yes, thank you. But we actually see that it's been proven to be the case in the financial services leak. So on the WikiLeaks webpage, there is some analysis done by this services law professor, and she takes the wish list from the US banks and the US insurance companies. What do they want in TISA? And then she compares it to the actual leaked text for financial services, what has been agreed and what is proposed by the US and EU. Such a close match. The financial services companies get like 90% of what they wanted. Their wish list is TISA. So they have succeeded. They got it started and they got their demands in, either agreed or as proposals. And some very surprising things have been agreed in that financial services text. We were talking about whether you could save your firewalls in your banks and your naked short selling. Even if they were saved from the actual provisions, there is agreed text in the leaked financial services proposal which says that even if it's allowed, we will try to remove these regulations. That has been agreed by the EU on your behalf. Now, as a lawyer, try means you don't have to do it, but you have to take some steps to do it. You know, you have to put a law up in Parliament or something and then also, sorry, it didn't pass. You actually have to do something to remove things that are legal, that are obstacles to banks, they don't like the regulation or whatever. And that's been agreed text. So I was really quite surprised to see that kind of thing. And in terms of the process, what happens? Okay, so say TISA is signed and the EU is in it. Is that it? So you've agreed to this much in the TISA signed text. Is that the sum total of your obligations? We think no, because if this has to pass the US Congress, then the US Congress requires a bit extra to pass it, with or without fast track, different rules. Then after that, there is a third stage before it comes into force that we know will apply to TTIP and we think will apply to TISA. And that's called certification. And in that, we have a new report out which says that what happens to countries who go through this process is the US government will not allow it to start operating until they are satisfied with your implementing laws and regulations. And what that means in practice is the US government lawyers write your law. Then they give it to your parliament at the EU level or the German level and say, pass it with no changes. This is actually what happened to Peru. We have the emails that prove it. From the US government to Peru and their reply, we got it through Freedom of Information, where the US government writes the Peru's law and says, here, pass it with no changes, and then Peru says, okay. Now, this has actual implications, because in a trade agreement, when you can't agree, which is most of the time, you pick a deliberately ambiguous word, like reasonable, or prudential. You can take prudential measures, right? Then Germany goes away and interprets that to say, we can keep our ban on naked short selling. The US interprets it as, no, those things are not allowed. And you would fight it out. If they're writing your implementing laws, they write their interpretation into your law. And then it's not even that. They actually ask for stuff that goes beyond the text that was rejected in the final text, maybe to save your state-owned enterprises. That can be demanded in certification and is. And it's not just the US government who makes these demands and the US Congress. We know from the experience of Dominican Republic that one US company can make certification demands. Chevron did it. They didn't like a law in the Dominican Republic. They said, we want that law repealed. And they convinced the US government that it should be a certification requirement, so they repealed it, even though it was consistent with the trade agreement. And only then could it start operating. So this certification makes TTIP much worse, and it will probably apply to TISA as well.
Ja. Noch, ja, die Beispiele noch und dann öffnen wir ab für. Also dieses Prinzip des größten gemeinsamen Nenners, dass TISA die Basis als Basis nimmt und versucht darüber hinauszugehen über das, was bisher als Maximum an Freihandel in irgendwelchen anderen Abkommen vereinbart wurde, bedeutet, in unserer zweiten Studie, die jetzt gerade erschienen ist, werden diese Beispiele genannt. Das bedeutet zum Beispiel, dass die Grund- und Secondary, was ist das, weiterführende Ausbildung, wie Panama es vereinbart hat in seinen Abkommen, in Zukunft dem Freihandel zur Verfügung steht. Also die Grundschulausbildung und die weiterführende Ausbildung. Das bedeutet, so wie die Türkei es in einem anderen Abkommen vereinbart hat, dass die Krankenhaus und der gesamte Gesundheitsdienst dem Freihandel übergeben werden. Das bedeutet, dass alle, ich muss das vom Englischen übersetzen, deswegen dauert es eine Sekunde, dass alle Baumaßnahmen, also Konstruktionsmaßnahmen, Dienste, einschließlich dem Bau von Schulen, von Krankenhäusern, von Straßen und Autobahnen, so wie Taiwan es freigegeben hat in seinen Freihandelsabkommen, ebenfalls zur Verfügung steht. Und dann eine Freigabe, die sich auf ein Abkommen mit den USA bezieht, deckt ab alle Film-, Radio-, Fernseh-, Theater-, Büchereien und Museen. Ja? Das ist also das Minimum, was man bei TISA anstrebt. Hier werden nur diese Beispiele genannt. Also man sieht, hier werden praktisch alle unsere Lebensbereiche abgedeckt und dem Zugriff von Konzernen geöffnet. Ich wollte noch zwei Sachen anmerken, eigentlich sogar eher kritisch. Also das eine ist, ich will nicht bezweifeln, dass wenn Amerika mit Peru oder mit der Dominikanischen Republik verhandelt, es hinterher noch zu diesem Prozess der Zertifizierung kommt, den Sanja beschrieben hat. Das heißt, dass man dann hinterher der Dominikanischen Republik nochmal erklärt, wie ihre Gesetze aussehen müssen. Ich glaube aber, dass man zur Kenntnis nehmen muss, dass die EU nicht die Dominikanische Republik ist. Aus zwei Gründen. Nicht? Zum ersten Mal, das ist ja interessant, ist die USA damit konfrontiert, mit einem Wirtschaftsraum zu verhandeln, der genauso groß und genauso mächtig ist wie sie selbst. So, das ist also eine Verhandlung auf Augenhöhe. Da wird überhaupt nichts mit Zertifizierung passieren und davon ist auch bisher nichts in Sicht, also noch nicht mal andeutungsweise. Was noch ein anderes Problem ist, und das kriegt man ja mit, wenn man mit der US-Botschaft hier redet, den Amerikanern war nicht klar, was es bedeutet, mit einer Europäischen Union zu verhandeln, wo 28 Staaten ständig reinreden. Also die Amerikaner dachten am Anfang wirklich, dass es hier so laufen würde, wie es im Lissabon-Vertrag niedergeschrieben ist, die EU-Kommission verhandelt und alle anderen halten die Klappe. Stattdessen liefen die Verhandlungen noch gar nicht lange, dritte Verhandlungsrunde, spätestens haben schon alle mitgemischt. Nicht? Die Regierungen haben sich schon gemeldet, was sie alles finden, NGOs haben sich gemeldet, die EU-Kommission wurde derartig unter Druck gesetzt, dass jetzt das Investitionsschutzabkommen ja sowieso schon nicht mehr verhandelt wird und so weiter. Das heißt, die Folge aus meiner Sicht wäre, dass wenn überhaupt irgendeine Form von Abkommen in Sicht ist, wird niemand in den USA versuchen, hinterher noch was daran zu ändern. Dann würde dieser ganze Prozess ja wieder von vorne losgehen, dass sich 28 Regierungen und ihre NGOs mit sich melden. So, das finde ich, muss man, also das andere, was ich noch sagen wollte, ist... Entschuldigung, du hast dich jetzt nur auf TTIP bezogen mit dieser Bemerkung. Ja, oder auch auf TISA. Bei TISA ist doch genau das Gleiche. Die Vorstellung, dass die Amerikaner den Europäern erklären können, was sie in ihren Parlamenten ins Gesetz schreiben sollen, ist aus meiner Sicht jenseits des politisch Denkbaren. Das will ich aber zur Diskussion stellen. Also wenn Sanja mich da überzeugen kann, bin ich ja zufrieden. Aber ich halte das für außerordentlich unwahrscheinlich angesichts des Prozesses, wie er jetzt läuft. Und dann noch die zweite Frage ist, die zweite Sache ist zu den Finanzdienstleistungen. Da sehe ich ein Problem. Und ich bin ausgebildete Bankkauffrau, deswegen ist für mich ganz klar, dass die Bankregulierung in den USA und auch in Europa sowieso kompletter Schrott ist. Die Amerikaner können auch jetzt, die amerikanischen Banken und die europäischen Banken, können auch jetzt machen, was sie wollen.
Und die Amerikaner haben ja ein System, das heißt Revolving Door. Man kommt von der Wall Street, geht nach Washington in die Regierung, ist dort Finanzminister, geht zurück. Das heißt, und in den USA ist alles durchsetzt von der Wall Street. Timothy Geithner, Hank Paulson, direkt von den großen Wall Street Banken, auch die, Fed in New York, die zentrale Aufsichtsbehörde ist, ständig wackeln da Leute aus der Wall Street an und gehen wieder zurück. Das heißt, die Vorstellung, dass die Banken ausgerechnet Teaser brauchen oder TTIP, um Lobbyismus zu betreiben, ist sozusagen fern der Realität. Und das sage ich deswegen, weil ich nämlich so eine Art Backlash sehe, dass wenn man so tut, als wäre jetzt Teaser der zentrale Hebel, mit dem man als Bank Lobbyismus macht. Ich will nicht bezweifeln, dass sie auch da Lobbyismus machen. Die machen überall Lobbyismus und reichen überall ihre Wunschliste ein, klar. Aber dass dann sozusagen plötzlich der Eindruck entsteht, und ich war bei Attac auf der Sommerakademie in Paris und da war dieser Eindruck schon zu besichtigen, dass die Leute das Gefühl haben, okay, unsere Bankenregulierung ist ja ganz super, wenn es nicht Teaser gäbe. Das ist verheerend. Die Bankenregulierung ist Schrott. Und die wird dann sozusagen rückwärts geadelt. Ja, nur du musst natürlich, du kannst natürlich auch sagen, ist das Glas jetzt halb voll oder ist es halb leer? Ja, genau. Du musst also natürlich schon, du willst ja nicht widersprechen, dass, was Sanja gesagt hat, dass selbst diese rudimentären Regulierungen, aber die nach 2008 gemacht worden sind, selbst wenn sie nur auf dem Papier stehen, mit Teaser wieder zurückgenommen werden sollen. Ja, aber das ist, das ja, okay. Und, das will ich gar nicht. Ich meine, wenn dich das durchsetzt, dann ist natürlich die Chance, dass wir künftig eine griffige Regulierung bekommen, eher noch geringer. Ne? Ja, genau. Und deswegen, deswegen ein Glück, dass du noch dafür gesorgt hast, dass ich irgendwie den Bogen kriege. Ja, ich meine, die Frage ist ja, das wurde ja auch da diskutiert, wie kriegt man denn so ein Thema popularisiert, dass man die Leute nicht mit unendlichen Details verwirrt. Ne? Und deswegen finde ich, das, wo man bei Teaser ansetzen muss, eindeutig, habt ihr ja auch gesagt, ist das Problem mit der Positivliste. Oder Negativliste, genau. Das muss ins Zentrum. Und alles andere finde ich sozusagen ambivalent, weil man das auch anders sehen kann. Naja, also die Nicht-Rückgängig-Machung von einmal erfolgten Privatisierung ist natürlich auch, glaube ich, ein Punkt, der sich popularisieren lässt. Also deutschen Kommunen zu sagen, ihr dürft eure gescheiterten Privatisierungen nicht rückgängig machen oder der britischen Staatsbahn zu sagen, ihr dürft die Privatisierung nicht rückgängig machen. Ich glaube, das ist popularisiert. Just to go back to the certification issue. It would be nice for Europe if there is no certification in TTIP. But I'm not confident because in the Trans-Pacific Partnership Agreement, that has big countries, Japan, Canada, Australia, New Zealand, and certification is an issue in Trans-Pacific Partnership Agreement. The US is insisting on it. We think it's a red line for the US Congress. And so when I was talking to US experts about whether it would be in TTIP, the people who closely watch Congress, who know how every congressional member votes and the name of their dog and when their birthday is, they said that TTIP will have certification. That was a month ago. So if in the last month you have a legally binding enforceable commitment from the US that they will not have certification in TTIP, great. But as of last month, it would be a requirement from the experts who know US Congress in and out. So what I worry about is if certification is there and you go up to your red lines in the TTIP text, you will end up beyond your red lines by the time you have certification. And it's true that 28 governments, it's a big mess to renegotiate, but that didn't stop the US doing it with the Central American countries, I think that was 6. It doesn't stop them doing it with the TPP, 11 other countries. They are happy to force renegotiations. And they do it, each country a different demand. What they most want from Japan, say Japan Post. What they most wanted from Dominican Republic. So it's a very tailored demand by country. So for France, maybe it's the film quotas and the TV programs. For Germany, maybe it's the state-owned enterprises. So sure, it's nice if certification is not there, but that's not what I heard last month from the US experts who can predict how Congress will vote on every issue, every congressional member, every aspect of TTIP. And it's been so serious that in Chile, for example, the parliamentarians are all against certification. But I don't know in Europe, have the German parliamentarians made a statement against certification in TTIP? Have the European Union parliamentarians made a statement against it? If not, why not? Is it that they don't know? How can they not know? It's been going for 10 years. It's public, it's in the news articles. And if they don't know, how can they be negotiating? Because how do you know whether you can go up to your red lines in the text if you don't know if certification will be there or not? So, maybe there's somebody else.
Also erst ich aus Gewerkschaftssicht merke ich halt, dass ich diskutiere das halt auch zunehmend auf gewerkschaftlichen Veranstaltungen, die Themen TTIP-TISA. Und dann natürlich die Frage, ja, wie jetzt weiter, wie weitermachen. Und es ist halt in der Tat leider alles doch viel komplexer als Chlorhühnchen. Und die Kolleginnen und Kollegen sagen mir, also auf Betriebsversammlungen brauchen wir mit dem Thema, also erstmal hat man kaum die Möglichkeit, einfach mal auf einer Betriebsversammlung, das würde der Arbeitgeber gar nicht zulassen. Aber selbst wenn das zulassen würde, sozusagen, wie kann man es tatsächlich schaffen, die Themen greifbar zu machen? Und da denke ich mal sozusagen, einerseits ist es wichtig, dann diese Beispiele, die wir hier jetzt angeführt haben, Thema, ja, was bedeutet das konkret? Ich kann dich rekommunalisieren, also konkret greifbar machen, was die Auswirkungen sind. Und das auch sicherlich auf dieser allgemeinen Ebene, was bedeutet das für öffentliche Dienstleistungen? Allerdings dann zum Teil, sozusagen, wenn ich auf die betriebliche Ebene gehe, dann muss ich tatsächlich auch stärker sagen, was bedeutet das ganz konkret für die Branche, in der ich beschäftigt bin? Ja? Also was weiß ich, Thema Verdi kümmert sich auch um den TÜV. Mein Chef ist im TÜV Rheinland im Aufsichtsrat. Ja? Da geht es dann auch um die Übernahme von Prüfleistungen. Ja? Die sind dann auf einmal in Konkurrenz mit amerikanischen Unternehmen. Das zu konkretisieren, das dann möglicherweise auch zu thematisieren auf Seiten der Arbeitnehmerbank im Aufsichtsrat. Also das sind sozusagen Wege, die wir gehen können, ja? Also sozusagen auf der Ebene. Ich denke, man muss sich ja klar machen, das Europäische Parlament ist ein Player und ich denke mal, was man auch machen kann, wenn man sozusagen lokal was machen will, ist sich tatsächlich auch den lokalen Europaparlamentsabgeordneten mal auf den Zahn zu fühlen. Da muss man dann erstmal nachschauen, wer das überhaupt ist. Ja, das wissen die meisten wahrscheinlich gar nicht, aber ich glaube, das ist wirklich gar keine so schlechte Idee, weil die, glaube ich, gar keinen, nicht so häufig Bürgerkontakt haben. Ja? Wenn man das vernünftig organisiert und auf die auch Druck ausübt, also ich sag mal, bestimmte Leute, die wird man da nicht beeinflussen können. Aber ich sag mal, gerade die Sozialdemokraten sind da sicherlich, haben sich zum Teil kritisch positioniert. Bernd Lange macht das sehr gut, aber sind dann im Zweifelsfall auch immer Wackelkandidaten. Also das ist eine Sache, wo man, glaube ich, konkret weitermachen kann. Weil ich sehe so ein bisschen das Problem, wir diskutieren sehr, sehr viel kritisch. Und es ist sozusagen die Frage, was ist jetzt der nächste Schritt sozusagen der Mobilisierung und Skandalisierung? Und wenn ich dann höre, es dauert irgendwie, es geht jetzt runter und dann müssen wir bis 2017 wieder warten, da frage ich mich natürlich schon, wie wir das auch schaffen. Ja? Und darum fand ich es gut, dass was John, ich hatte das heute gerade mit einem Kollegen diskutiert, was passiert jetzt eigentlich, wo die EBI nicht zugelassen wurde? Ich würde auch sagen, egal, die EBI wurde halt nicht zugelassen. Ja, was ist denn die EBI? Ja, man hat eine Anhörung im Parlament und die Kommission bezieht Stellung. Wir wissen schon, wie die Kommission Stellung bezieht. Es hat eine erfolgreiche EBI gegeben. Das war die Wasser-EBI. Das hat im Endeffekt dazu geführt, dass die aus der Konzessionsrichtlinie der Wasserbereich rausgenommen wurde. Die Anhörung im EP und die Kommissionsstellungnahme, das war völlig egal. Entscheidend war die Mobilisierung. Die hat dazu beigetragen, dass sich was geändert hat. Und darum finde ich es genau richtig. Und da muss man, denke ich, weitermachen. One last thing about certification, I should have been clearer. One would be renegotiate the text, but there's a lot of things they could demand in certification that would not require the TTIP text to be renegotiated, because TTIP is a floor, it's a minimum. You can always do more, and you can do more without changing the TTIP text. So I'm a bit unclear in Europe which things are the competence of the national government and which at the EU level. But let's take GMO foods or labelling of genetically modified foods. So let's say that Europe keeps that out of TTIP. It's not in the text. You can carry on as today, banning or requiring labels. In certification, the US could say to you, remove your requirements to label genetically modified food, or allow American genetically modified food into the European countries. Because that wouldn't require any change to the TTIP text. TTIP is silent about GMOs, just say. But they could get you to do extra stuff, because TTIP is a floor, it's a minimum. But you know, that would be the moment the whole thing would just have so much resistance in Europe that it would not go through. You would hope, right? But so some European things are controversial, like GMOs maybe or chlorine chicken, but some things may be not so controversial in Europe that may be a certification requirement that's just that little bit extra, like remove your ban on naked short selling. Maybe that's not something people demonstrate about, but it's something that they could get extra. I think John has something to add on this, but there was a question about developing countries. So for Germany and Europe, there's not so many new things in TISA. You've already opened a lot to foreign investment. You already open your government procurement under the GPA and your European Union directives. But for many developing countries, that's not the case. They haven't yet opened and so on. And they still need to regulate.
and they need to have affirmative action for ethnic groups that are disadvantaged in South Africa, like black South Africans. So there's a lot of areas where for developing countries it would be more extreme. For example, the euro probably won't collapse with a run on the currency, neither will the US dollar. But developing countries often face flights of currency and runs on the currency that causes financial crisis, and they might need to be able to regulate that. Now, we don't know if TISA will stop that, but that's the kind of differential impact that a TISA provision could have on a developing country, because they're in a different situation. For example, if you think about services, which sectors are safe to open? To decide that, you need data. But very few governments collect data on services. It's hard to measure. We know how many computers are made every year in Malaysia, but we don't know how many haircuts are given, how many shoes are cleaned, how many cars are washed. It's really hard for the government to collect the data. Developed countries try and do okay, but in developing countries, there's a big informal sector. There are women in Vietnam who sell fruits and vegetables from the back of their bicycle. It's informal, it's not an established shop. How many women are employed in that sector who would go out of business if you allow Walmart and Tesco's to have 24-hour shops selling vegetables on every corner? If you don't know because you can't measure your informal sector, you are making decisions in the dark with no information. So although the rules may be the same for developed and developing, the impacts can be different. And in the WTO, there is an established principle of special and differential treatment for developing countries. They do less liberalization. They have transition periods. I don't know that there'll be any of that in TISA. The US doesn't give it in their free trade agreements. At most, you get a transition period, maybe 3 years. But eventually, you have to end up at the same level as countries who have a GDP per capita 60 times yours, who have more money to pay unemployment benefits when people are displaced. If you think about what's happening in West Africa now with Ebola, they really have the capacity to go and measure the informal sector and then negotiate TISA. I mean, they've got other things on their mind and other priorities. So yes, the same rules can have different impacts. And then on the why aren't people talking about it? I think it's partly because it's secret. But why does it have to be secret? This is services. It's the same issue we negotiate in the WTO. Literally, domestic regulation, financial services. And in the WTO, it's not very transparent, but the negotiating texts are released every so often, every few months or every year, and you see the brackets, what hasn't yet been agreed. So why is it so different when a subset of the same countries negotiate the same issues? One clue might be that the US government really likes confidentiality in their free trade agreements. The European Union in their free trade agreements is more willing to allow things to be public in the past, some countries. And in the TISA, the Swiss government has published their proposals. The Norwegian government has published their offer. So why can't the EU publish their offer? We know why the US won't allow the general text to be released, because the former US trade minister actually made a statement. He said, when asked why he doesn't release the text, say, of the Trans-Pacific Partnership Agreement, another US free trade agreement being negotiated, he said, we tried that once for the free trade agreement of the Americas, North, Central and South America. They released the text 3 times. And he said, you know what? It couldn't be signed. There was so much opposition once people knew what was in it. So we're not going to release the text again. So he's literally admitting that if people know what's in it, they won't sign. They won't let their government sign. So you have to keep it secret. There you have the answer. Also, ich muss sagen, du hast zwar formal recht, Sanja, dass Verhandlungstexte der EU im Rahmen der WTO ab einem bestimmten Zeitpunkt dann auch öffentlich waren. Aber sie waren es lange nicht. Ich erinnere daran, die Taz hat 2001 einen Text veröffentlicht, der hochgeheim war, wo die EU damals schon im Rahmen der WTO versuchte, die Liberalisierung der Dienstleistungen voranzutreiben, über das alte GATS hinaus. Wir sind fürchterlich beschimpft worden, das hätten wir selber erfunden, das sei alles Lüge und so weiter. Attac hat es dann aufgegriffen, 3 Jahre später hat sich herausgestellt, das war genau dieser Text und er ist 3 Jahre lang erfolgreich geheim gehalten worden. Und de facto war die Beteiligung, die politische Partizipation der zuständigen Parlamentarierinnen, aber auch der Öffentlichkeit an den Verhandlungen, die innerhalb der WTO gelaufen sind seit 1993, nicht wirklich größer, wenn man mal von Seattle absieht, dem großen Protest damals, der die Ministerrunde zum Scheitern brachte, ne? Und vorhin kam ja die Frage in der ersten Runde auf, ich glaube, Sven hat die aufgebracht, was ist nun besser, ob solche Verhandlungen innerhalb der WTO laufen,
wo, wie er gesagt hat, es immerhin noch einige klare prozedurale Regeln gibt und jedes Land formal jedenfalls eine Stimme hat. Oder sie laufen wie jetzt in bilateralen oder plurilateralen Verhandlungen hochgeheim. Das ist eine rein hypothetische Frage. Ich wollte das vorhin schon anmerken. Denn sie laufen ja deswegen jetzt außerhalb der Verhandlungen, weil es ja innerhalb der WTO versucht worden ist, genau mit diesen Themen. Und seit in den 90er Jahren bis 2001 haben die vier damaligen mächtigen Wirtschaftsblöcke dieser Welt, das waren die EU, die USA, Japan und Kanada, wenn sie sich untereinander einig waren, alles innerhalb von der WTO und GATT durchgesetzt, gegen den Rest der Welt. Die Afrikaner wurden sowieso schnell klein gemacht, dann standen oft zuletzt noch die Südafrikaner, die Brasilianer und zu allerletzt Indien noch aufrecht und wollten etwas nicht, zum Beispiel die Patentschutzregelung bei für Medikamente, AIDS-Medikamente. Und dann wurde so viel Druck auch auf Indien ausgeübt, dass sie schließlich nachgaben. Das läuft nicht mehr so seit Anfang des neuen Jahrtausends. Einmal, weil China beigetreten ist und China dann eben zusammen mit den BRICS-Staaten und 15 weiteren Staaten innerhalb der WTO die Gruppe der plus minus 20 gegründet hat und damit eine Gegenmacht entstanden ist. Und genau aus diesem Grund sind dann ja die USA und die EU zu dem Schluss gekommen, dann versuchen wir es halt außerhalb der WTO. Also die Frage, kann man das zurückbringen in die WTO, was jetzt im Moment bei TISA läuft oder auch bei TTIP oder bei dem transpazifischen Abkommen, ist eine rein hypothetische. I think it's also to pick up on what Peter said from the back. The certification process and all of the different processes after the conclusion of the first negotiations are very important for us to know about. Not, and I agree with you, Ulrika, the Dominican Republic and the European Union are completely different entities, but the real difference for us, and this is a key political problem for us in Europe, is that it is the European Commission, without any oversight, without any accountability, and without any democratic leverage, not just the European Commission, but the DG Trade, the Trade Directorate of the European Commission, which is responsible for this. So we know that there's no opposition between them and the US trade representative. It's an absolute unity of purpose. So if, as you say, the US says we'd like to up the stakes a bit, they will do it. We've also seen exactly the same thing in terms of the EU-Canada agreement at the moment. As we said before, the EU-Canada agreement has been finished, but not finished. And the idea is now that it will be continually, you know, this Nachbesserungsbedarf, this desire for sort of a subsequent improvement, which comes later. But nobody knows what that is. And then the big problem for us, the people, when do we protest against this? How do we protest against this? It's not our governments who are responsible for it. As you said yourself, Andreas, they hide behind the European Commission and the other 27 member states. And that is our number one problem here, that we're doing this within a European Union where we have no democratic rights at all. And how then do we take it to people who are not elected by us, who are not representative of us, and who are not accountable to us? That's our problem, because we can go on the streets of London, of Birmingham, of Berlin. It makes no difference, because none of the people here are involved in it. So that's our real challenge, I think, on this one. Just to add to that, I forgot to say that in this certification research, which you can find on tppnocertification.org, we actually also think that the demands in certification might be secret. You may not know that the DG Trade has been asked to do something or the German government has been asked to change a law, because even if you have freedom of information laws, often trade agreements are secret. You can't get them through freedom of information laws, and especially not at the time, and especially not with, as you said, the negotiating texts are secret, say, for 4 years in the case of the TPP, 5 years in the case of TISA. Do the negotiating texts include the certification requirements? Who knows? It's not clear as a legal issue. So you may not know that your government is being required to make the change because of the US demands in certification. As a lawyer, we think you might not know. So then how do you protest? When do you protest? It's all too late. And there's other reasons why you couldn't take it back afterwards, especially in TTIP, because of the investment chapter. Ich recherchiere das ab morgen, ich verspreche es. Aber man muss eins ganz klar sagen.
im Lissabon-Vertrag steht drin, dass Handelsabkommen komplett vom EU-Parlament zu ratifizieren sind. Das ist nicht vorstellbar, dass es Geheimabsprachen gibt, die nicht vom EU-Parlament ratifiziert werden. Und ich glaube, dass man sich jetzt, man sich klar machen muss, ob wir nicht von zwei Dingen reden, die eigentlich sehr ähnlich sind. Und ich glaube, John wollte das sagen. Für die Europäer ist klar, im Falle des kanadischen Abkommens, CETA, dass das Europäische Parlament nachverhandeln wird. Natürlich werden dann die Kanadier sich denken, was ist das denn hier? Die Europäer fangen an, vom Parlament her aus nachzuverhandeln. Dann wird das kanadische Parlament wahrscheinlich auf die Idee kommen, dass sie auch nachverhandeln wollen. Und dann verhandeln da plötzlich die Parlamente. Wenn das mit Certification gemeint ist, dass der US-Kongress sich denkt, wir ratifizieren doch hier nicht irgendwas, wir machen jetzt verhandeln nochmal nach, dann ist das überhaupt nichts Erstaunliches für Europäer, weil das wollen wir ja auch. Nur dann hat man eben am Ende plötzlich zwei Parlamente, die miteinander verhandeln und nicht mehr zwei Verwaltungen. Das fände ich aber nicht gefährlich, sondern das wäre ja demokratisch, wenn auf beiden Seiten des Atlantiks nochmal geguckt wird, was ist eigentlich der gemeinsame Konsens. Die Vorstellung, dass dann aber, also ich gebe ja recht da hinten, aber wenn das nicht gemeint ist, dann kann ich nur sagen, das entspricht nicht der EU-Verfassung. Ja, nur, also ich fände es überhaupt nicht gefährlich und das war ja ironisch, wenn die Parlamente sich endlich dieses Recht nehmen. Ansonsten ist nämlich das Wort Ratifizierung eine schlichte Farce. Ja? Können wir es vergessen, dann brauchen wir das auch nicht mehr. Und ich bleibe dabei, Ulrike, trotz dieser Klausel in Lissabon, ist es natürlich schon, gibt es einen Gestaltungsspielraum. Spätestens ab dem Zeitpunkt, und ich bleibe dabei, John, wo sich zwischen den Hauptstädten unserer EU-Länder ein gewisser Konsens herausgebildet hat. Und das ist ja ein Prozess, der schon intransparent läuft. Gibt dann irgendwann der zuständige Ministerrat, also die heute 28 Wirtschafts- oder Handelsministerin, der Kommission das Mandat. Ja? Und da ist doch ein Gestaltungsspielraum, wie das aussieht. Und der wird eben nicht genutzt. Und dann ist es natürlich bei der Kommission, da hast du recht. Nur vorher passiert sehr viel, wo die nationalen Regierungen und auch die Parlamente eine Verantwortung haben, aus der wir sie nicht entlassen sollten. So, letztes Wort wirklich. Jürgen. Ich wollte nicht nochmal inhaltlich sprechen, sondern ich wollte nur ein kleines Angebot machen. Vorhin hatte John gesprochen über diese Broschüre. PSI hat eine internationale Studie vorgelegt zu diesem TISA-Abkommen. Ich glaube, es war sogar die erste Studie international, die gemacht wurde. Und jetzt ist die zweite dieser Studien erschienen. Die werden zunächst auf Englisch gemacht, wir übersetzen sie. Da wir mobilisieren müssen, wenn wir irgendwas aufhalten wollen, müssen wir vor allem Informationen haben, und zwar mehr, als man jetzt in zwei Stunden diskutieren kann, und diese Informationen verbreiten. Wir sind sehr glücklich, dass diese Studie ganz viel Aufmerksamkeit erregt hat, international. Von ganz vielen Ländern kriegen wir ganz viel Resonanz. Leute wollen jetzt Veranstaltungen dazu machen, laden unsere Leute dazu ein, dort zu sprechen und so weiter. Was ich euch anbieten möchte, ist, ich hatte Ramona den Weblink geschickt, den kann sie hier veröffentlichen, wo ihr diese Studie und jetzt auch die zweite im Internet findet, auf unserer Website Public Services International. Diese gibt es in Deutsch. Die zweite müsste in ein paar Tagen die deutsche Übersetzung fertig sein. Sie ist im Moment in dem Prozess. Wir sind sogar bereit, gedruckte Exemplare zu verschicken. Das haben wir schon ein paar Mal gemacht auf Anforderung. In verschiedenen Sprachen. Das würden wir auf unsere Kosten übernehmen, euch solche Dinge zuzuschicken. Exemplare, wie ihr sie braucht. Wir drucken sie selbst bei uns in unserer eigenen Druckerei. Macht davon Gebrauch und verbreitet das. Lest das und erzählt anderen Leuten davon und gebt diese Broschüre anderen Leuten, die sich dafür interessieren. Und die zweite heißt The Real Good Friends of Multinational Corporations. Ne? Also in Anspielung auf diese TISA 50 Staaten, die sich ja wirklich allen ernsthaft die wahren Freunde von Dienstleistungen nennen, heißt die zweite Broschüre, die wirklich guten Freunde der multinationalen Kooperation. Danke an alle Beteiligten.